Heute geht es in großen Schritten auf das Finale zu. Wir schauen uns Folgen 19 und 20 von Are You The One Reality Stars in Love an. Wir erinnern uns vielleicht noch, am Ende der letzten Folge wurden ja Ricarda und Pharrell in die Matchbox gewählt. Aber Sophia Thomalla ist jetzt da, um noch ein unmoralisches Angebot zu machen. Ich biete euch 5000 Euro, dann sind wir wieder bei den ganzen 200.000 Euro, die wir am Anfang hatten. Hä? Wir alle haben jetzt gedacht, dass die nochmal richtig raushaut. Ich dachte, jetzt gibt es nochmal 50.000 Euro oder so. Maurice, was sagst du? Ja, 5.000 Euro, nein. Nein. Nein? Sag ich doch. Da sieht man einfach, die hat echt Grips. Ich wäre im Gegenteil eher froh, wenn es ein Perfect Match wäre. Deswegen verkaufe ich nicht für 5.000 Euro, nein. Er ist froh, wenn Ricarda weg ist. Oder? Aber wenn die No-Match sind, dann safe Ricarda Moose. Safe, safe, safe. Also, wir haben es gehört, es ist eine Erkenntnis so oder so. No-Match. Bedeutet das wirklich im Umkehrschluss, dass Ricarda und Maurice das Perfect Match sind? Meine Theorie ist ja. Eine Erkenntnis ist eine Erkenntnis. Ich glaube, wir werden verlieren, Alter. Ich glaube es ehrlich gesagt auch. Ich glaube es nicht. Ich habe das Gefühl, diesmal schaffen die das. Weil wenn die das diese Staffel nicht schaffen, dann wird es auch keine nächste mit Reality Stars geben, weil dann die keinen Bock haben. Ja, ich gewinne ja nicht. Aber jetzt weiß ich zum Beispiel, dass es auf jeden Fall Maurice ist. Jetzt ist aber die Frage, wer... Wer gehört zu mir? Ja. Wer gehört zu mir? Digga, danke für No Match. Beide strohdumme Menschen, soll ich sagen. Selina ist ja immer noch sauer, dass sie nicht in die Matchbox gewählt wurde. Ich bin so sauer. Endlich küsst dein Herz 100% unterschreiben. Ist doch so. Mal gucken, ob die Erkenntnis denen nicht doch was gebracht hat. Ich war mir so klar. Alle sind gut gelaunt und vor allem, wenn es um Ricarda geht, sind ja alle immer ganz positiv eingestellt. Nicht sauer sein. Leute, erst einmal, ne? Dankeschön, dass ihr uns die Chance gegeben habt. Die Arme, irgendwie tut sie mir leid. Ihr könnt jetzt sauer sein, wir wollten uns aber trotzdem bedanken. Und wir müssen jetzt weiterarbeiten als Team. So. Wie die hier so reinkommen, wie schon so... Sagt man gescholtene Hunde? Ist das ein Begriff? Das ist mein Spruch. Bitte hört auf mit... dem Gefasel. Könnt ihr euch echt sparen. Hättet ihr beim Spiel mal lieber drüber nachdenken sollen, ja? Das Team sagt, Luca und ich wären ein potenzielles Perfect Match. Warum denkt ihr an euch? Weil ich sonst nicht so viel hier zu tun habe. Okay. Woher soll ich dann wissen, dass das Team das denkt an ihrer Zeit? Wie, woher sollst du das wissen, weil es jeder hier drinnen bespricht vielleicht? Entschuldigung. Heute hat sich einfach bewiesen, dass die Ricarda eine scheiß Egoistin ist und nur an ihren Arsch denkt. Weil ich wollte unbedingt in die Matchbox. Es ist natürlich eine Teamentscheidung. Da muss ich jemanden in Schutz nehmen. Das ist auch eine Erkenntnis, weil dann weißt du ganz genau, jetzt ist Mo oder er drauf. Eben. Danke, Felix. Dankeschön. Wir haben demokratisch gewählt. So ist wozu entschieden. Und dann soll man das auch so annehmen und nicht rumheulen und den Boomer suchen. Demokratie erklärt von Felix. Junge, ich muss mir die Scheiße nicht geben, das Kindergartenmann, Alter. Keiner weiß hier genau, was ist. Ich find's aber auch nicht okay, dass sie immer bei Ricarda so drauf, ne? Ja, gut, ist... Ja, jetzt reiß dich auch mal zusammen, Kevin, Alter. Was los? Nein, Digga, aber weil er gelabert... Nein, jetzt reiß dich mal zusammen, Alter. Nein, mach ich nicht, Pharrell. Pharrell, glaube ich, der kommt auch nicht so gut an, ne? Ja. Nein, mach ich nicht. Dankeschön. Nein, ja, bitteschön, aber das war klar, mein Freund. Wenn sogar Kelvin die Hutschnur platzt, ja? Man hätte ja einfach hochkommen müssen und sagen können, Freunde, es tut uns leid, wir haben Scheiße gebaut. Aber die haben doch gesagt, es tut uns leid, oder haben sie gesagt, es tut uns leid? Nee, sie haben gesagt, danke, dass sie die Chance hatten. Das ist für mich dasselbe. Ja, weil wir eine Gewissheit haben wollten, Mann. Nein, weil die nach Hause will, Digga. Du musst wissen, was ich will, Digga. Ding. Halt doch mal deine Fresse, Mann. Halt du mal deine Fresse. Wie redest du, Mann, Alter? Nein. Ja, und selbst wenn Ricarda nach Hause will, dann lass sie doch. Aber trotzdem danke, dass ihr uns gewählt habt. Und jetzt wissen wir auf jeden Fall, wir sind ja, wir haben uns gehört. Ich, wenn ich bei der Klassensprecherwahl eine Stimme zu wenig bekommen habe. Ja, aber trotzdem danke, dass ihr mich gewählt habt. Vielleicht wird's ja was nächstes Jahr. Oh, jetzt krieg ich auch schon Pipi. Reiß doch mal zusammen, Alter. Ohne Scheiß. Magat, du sagst mir am besten gar nicht, was ich zu tun habe. Ansonsten raste ich gleich aus, dann liegst du da im Pool, Kollege. Ja, mach doch. Wenn die Felsen in der Brandung, Luca und Kelvin, schon hier zum Überkochen drohen, dann muss der Pharrell aber ein paar Knöpfe gedrückt haben. Von Pharrell halte ich die ganze Zeit schon nicht viel. Er weiß nie, wann man die Fresse zu halten hat. Er weiß nie, wann Schluss ist. Zeig ich doch. Die haben alle Probleme mit ihm. Ja, brauchst du. Ja, ich muss auch noch heute.
Okay, okay. Ja, der Dusche ist doch genug Platz für alle. Fang an, mein Lieben. Fang an, ich komme. Ich stehe mal für Geradlinigkeit. Ich sag, mit dem Kader ist vorbei. Aber ist da trotzdem eine geile Sau, weißt du? Also vorbei mit der. Ich glaube ja gar nicht, wie vorbei das ist. Ich wage es zu bezweifeln. Es ist ja nicht zu übersehen, dass Maurice und ich uns ja schon immer gut finden. Von der Anziehung her. Von Anziehungshaftigkeit her. Ich kann sehr, sehr gut germanistisch mich ausdrücken. Definitiv. Oh, was eine Frechheit hier alles. Gina muss sich auch waschen. Hey, es geht hier um Reinigung. Geht mal zusammen duschen. Ich guck mir ein bisschen an euch beiden zum Duschen. Ich dachte, du musst dich auch duschen. Hast du hier einfach nur oder was? Wie Patrick Roma. Schlimmster Bauer aller Zeiten, oder? Jetzt wird auch ein bisschen sich gegenseitig sauber gemacht. Gründliche Reinigung nenne ich das. Die wunderbaren Kurven von den Frauen kann ich euch ja hier jetzt leider nicht zeigen bei YouTube. Aber wenn ihr eine kurvige Landschaft sehen wollt, dann schaut mal bei Villa Munz vorbei. Hier ist unser neues, wunderschönes Puzzlemotiv. Das gibt es jetzt auch ganz neu in 500 Teilen, nicht nur in 1000 Teilen. So wie alle anderen Motive gibt es jetzt auch in 500 Teilen. Schaut einfach vorbei, könnt ihr direkt unten drauf drücken. Das ist, seht ihr die Motive. Schön, oder? Die Erkenntnis des Tages ist, wenn du zwei Ferraris fahren kannst umsonst, dann steig ein und fahr die beiden Ferraris. Steig ein in beide gleichzeitig und fahr die. Das ist die Erkenntnis des Tages. Hattet ihr schon mal irgendwie mal mit zwei Frauen was? Sei mal ehrlich. Ehrlich? Der Maurice war anscheinend nicht mit dabei, sonst wüsste er das. Ich wollte ein bisschen rauskitzeln, wie weit der Maurice geht. Also der Boom-Boom-Raum ist frei, ne? Ich sag's ja nur, noch war da nicht viel Action. Zwar nicht im Boom-Boom-Room, sondern überall sonst viel Action, aber naja. Ricarda und ich würden mit dir hochgehen. Ja, ich weiß. Willst du nicht? Maurice? Nee, dann brauch ich eine blaue Pille, sag ich. Zwei von euch beiden, da brauchst du, glaube ich. Ja, aber wir können ja oben so ein bisschen Spaß haben. Ist das so? Wird man dann so nervös? Oder braucht man dann einfach so... Hab ich noch nie drüber nachgedacht. Könnt ihr mal in die Kommis schreiben, ob man da eine blaue Pille braucht oder nicht. Größere Persönlichkeiten machen das auch. Ich hab mega Bock auf Gina ist halt eine super sexy Frau. Die wollen jetzt den Maurice aber auch kitzeln. Wir können ja uns an uns Beinen rumspielen. Also ja, zugucken dann. Ist, glaube ich, nicht verkehrt, die Kombi so. Aber? Ich höre bei Gott, wenn ihr da meinst, das stört mich. Ich höre bei Gott, ich gucke zu. Ja. Wollt ihr ein bisschen an uns Beinen rumspielen? Ich gucke mir zu, ist kein Problem. Ja, dann los, ab in den Boomer Room. Aber wieder zu rüberkommen. Wenn das die Cecilia sieht. Die hat schon längst abgeschalten, ne? Nach der letzten Folge. Ich so, ne, kein Bock. Ja, das ist ein Problem. Ich verpiss euch beide, Alter. Ich dachte, es geht jetzt in den Boom Boom Room, nicht, oder was? Das ist so richtig enttäuschend. Eigentlich hatte ich vor, ne, hier so intime Sachen mit Sex und so drum und dran halt nicht im Fernsehen irgendwie zu machen. Ne? Das ist ein Mann mit Prinzipien. So stark. Mega, 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 mega. Hab ich Mama versprochen. Mein Gott, meine Oma wird das alles gucken, ja, die kriegt einen Herzinfarkt. Liebe Grüße an Omi. Kriegst du Eier flattern? Ich bin raus. Nein. Ich bin raus, Mann. Ich muss mich dem noch nicht aufzwingen. Der Gina wird jetzt zu bunt, das ist einmal zu viel gefragt. Das ist irgendwann, ja, wenn du nicht willst, dann willst du nicht. Dann bin ich raus. Schade. Ich glaube, jeder andere Mann hätte gesagt, okay, lass uns hochgehen. Aber nicht Maurice, der ganz besondere 23-Jährige. Du weißt genau, ich hab meine Prinzipien. Ne? Ja, dann mach doch mit deinen Prinzipien immer der gleiche, ey. Dann mach doch mit, dann bummst doch mit deinen Prinzipien. So, viel Spaß. Bruder, die sind verrückt, die beiden nicht. Was machen die? Ja, kannst du dir das nicht vorstellen? Da muss ich Hilfe holen bei seinen Brüdern. Aber weißt du, was das Ding ist? So, egal, die können jetzt mir erzählen, was sie wollen. So eine Feige und so drum und dran, ne? Aber, ja. Da kommt am Ende auch nichts bei rum bei seinen Sätzen, ne? Und das mag ich an dem Mann. Da wird nochmal auf Toilette jetzt geknutscht, aber im Boom-Boom-Room sehe ich immer noch niemanden. Interesse hat der, da kann man mir erzählen, was der will. Wenn er kein Interesse hätte, würde der mich nicht küssen. Facts. Ricarda ist eine attraktive Frau, ist von nichts drüber sagen, so. Tittenarsch, alles ist ja da, so, weißt du, ich meine, so alles da, was wir Männer wollen. Tittenarsch, alles ist ja da. All inclusive. Er hat seine Prinzipien und sagt, nein, er möchte nicht ein Bumu. Ist ja auch völlig in Ordnung. Ist auch völlig in Ordnung. Für uns alle ist es ein bisschen schade, aber
Ne? Wir verstehen das nicht. Er ist ein gestandener Mann mit seinen 23 Jahren und er hat seine Prinzipien. Ich finde das so lustig. Ich bin 6 Jahre älter als der. Das ist absurd, oder? Die Vorstellung. Ja, crazy. Mhm. Aber trotzdem werde ich neben ihm heute schlafen. Na eben. Wir brauchen ja nicht den Boom Boom Room, damit Boom Boom passiert, oder? Bisschen fummeln oder so. Die Ricarda, die reibt mal wieder das Bäuchlein mit Spucke. Weil das Ding ist so, man ist ja irgendwann auch nur noch ein Mann. Ich bereue gar nichts, ich schwöre. Ich bin meinen Prinzipien fast treu geblieben. Ich bereue echt gar nichts. Gina und ich haben zu Maurice gesagt, aber da warst du gar nicht dabei. Stimmt, du wolltest den verführen oder so. Ja. Aber war auch ein bisschen Show, ne? Ich mag dieses Entertainment, ja. Aber so kennst du so ein bisschen so aus Spaß, weißt du, ich meine. Ja, und dann gab's halt noch auch ein bisschen Spaß im Bettle. Das ist doch wohl menschlich, oder? Kann man doch einfach machen, Mann. Danach bin ich halt zu ihm ins Bett und dann haben wir halt gekuschelt. Ja, die Ricarda, die kuschelt halt anders. Ich will dir schon wieder zeigen, wie sie in die Hand spuckt. Ich hab schon wieder vergessen. Ich pack's nicht. Ja, die mag das, wenn der Bauch so ein bisschen mit Feuchtigkeit eingerieben wird. Sie streichelt ja nur Bäuche, wissen wir ja alle. Ich weiß nicht, macht ihr das ohne Spucke oder wie? Bauchstreicheln, verstehe ich gar nicht. Was war denn der Töse da unten bei dem Herrn, ne? Ey, ja, ich hab den da rein geholt, aber nicht bis zum Ende. Das ist doch gemein. Das ist so gemein, Sieh, Carina, die traut sich. Also ich würde mich niemals trauen bei denen da die Decke. Ich hätte Angst, dass ich direkt schwanger werde, wenn ich die anfasse. Nein, mir war ein bisschen wärmer in dem Moment, weißt du? Aber die Unterhose kurz unten. Klar, für eine Zirkulation unten rum. Geht in den Boom, ich will das nicht. Ich fick euer Leben nicht. Ja, ja, echt, so geht doch dann in Boom Boom Room. Jetzt ist aber ein neuer Tag und neue Möglichkeiten, den Boom Boom Room zu erkunden. Ich mag Isabelle von allen Mädels am meisten. Gerade in dieser Sekunde. Kommst du mit in den Pool? Ich komm mit in den Pool. Wow, also wenn jemand aggressiv knutscht, dann ist es Isabelle. Wir hatten heute eine geile Party, ich hatte Bock, mit Calvin rumzumachen. Warum nicht, ne? Attacke. Jeden Tag irgendwie ganz neue Konstellationen, jeder mit jedem und dann wieder da und da und da. Aber Leute, setz halt auch. Irgendwo aus dem Game, ne? Gina und Max voll rumlecken gewesen. Na schön, dass der Max auch mal ein bisschen Action abbekommt, oder? Frauen müssen eine geile Zeit haben, Frauen müssen Spaß haben und Frauen müssen ihr Leben genießen, genau wie Männer es tun. Punkt aus Ende. Und was müssen die Männer machen? Ich muss Frauen kennenlernen! Ja, ja, Bubu Girl, das echt, ach nur. Ja. Da würdest du mir Kuss geben? Ja, vielleicht. Nachdem der Calvin einmal abgeschleckt wurde, muss man ja gucken, wie die anderen so schmecken, ne? Ich bereue das ein bisschen, dass ich nicht von Anfang an den Leuten einfach gezeigt habe, dass ich hier genauso meinen Spaß haben kann wie alle anderen. Hä, hey, hast du doch. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass du besonders zurückhaltend bist. So einen kleinen Vorgeschmack nicht? Ey, komm. Ja. Oh. Na, siehst du, wird auch noch geknutscht. Der Maurice, der lässt aber jetzt auch drauf ankommen, ne? Deine Prinzipien, weg. Da ist auf jeden Fall Polizei da, sag ich dir. Ja. Und, wie war das Erlebnis? Bisschen zu wenig Zunge, aber ist ganz okay. Bei ihr braucht man auch eine Menge Zunge, das habe ich schon gesehen. Ich will auch im Pool. Ich habe einige Fragen und andere haben auch Fragen. Okay. Los geht's. Ich sag dir ganz ehrlich, Luca fuckt sich ab wegen Amadou. Ich versteh's nicht. Aber ist Luca Amadou? Er hat draußen gesagt, es tut ihm wirklich leid für Amadou. Ja, aber also Amadou, klar, der ist jetzt draußen. Der ist nicht mehr da. Ist halt die Frage, was sie miteinander ausgemacht haben. Ob sie gesagt haben, dass sie ihm loyal gegenüber bleibt und nichts machen wird. Oder ob es nicht passiert ist. Ich hab's nicht gesehen. So didn't happen. Ich würde am liebsten jetzt eher eine geben. Ich schwöre, eine geben. Martin, man haut sich nicht. Ich ruf eh Amadou an, wenn wir hier raus sind und dann ist gut. Ja, weil einen WhatsApp brauchst du ihm nicht schreiben. Wenn der unterwegs ist, hat er keinen Empfang. Muss anrufen. Weil er ja
Freundin hat. Jeder macht hier mit jedem rum, jeder kann ja mit jedem irgendwas haben, keiner wird dafür verurteilt und ich dann schon. Ja, weil wegen Amadou. Ja? Die Männer haben eh hier alle so eine Doppelmoral. Ja, Doppelmoral gibt's hier auf jeden Fall nicht nur im Doppelpack. Von wegen Frauen müssen sich total auf ihren Mann konzentrieren und Frauen müssen gar nichts. Period. Guck mal. Ich werde jetzt schon wieder dafür verurteilt, dass ich mit dir und... Ich weiß, Martin, ich bin doch immer scheiße von mein dir, Gott, egal, ob was der Scheiße ist. Isabelle hat auch ein, zwei Drinks zu viel und da wird sie immer sehr emotional. Wer noch? Ich bin Single, ich bin nicht in einer Beziehung, ich bin nicht verheiratet und ich kann machen, was ich möchte. Preach. Leute, nur dass ihr wisst, ich war verheiratet! Ich war bei Are You The One in einer Beziehung und verheiratet! Hier, verheiratet. Jetzt wird gekreischt. Guck mal, sollen wir alle nicht auf mein scheiß Arschloch gehen? Sonst raste ich hier komplett aus. Das merke ich mir. Geh mir nicht auf mein scheiß Arschloch. Drauf. Rein. Geh weg von dem Arschloch. Man raste doch aus. Sag doch irgendeiner was. Du! Gerade du! Was hab ich denn gesagt? Was willst du von mir? Ist du doof oder was? Du! She has had enough. No more. Freaking out, jetzt mal ehrlich, ich raste aus. Was hab ich gesagt? Nicht um deine eigene Scheiße, Alter. Ich habe gesagt, du kannst machen, was du willst. Hab ich auch gesagt. Genau, dann lass mich doch machen, was ich will. Martin, du hast eine Linie überschritten und außerdem hasse ich dich sowieso schon. So kommt es mir gerade rüber. Das ist Trash, Alter. Trash pur. Ich lieb's. Ihr redet Schlecht hinter meinem Rücken, dabei seid ihr die Schlimmsten von ihr allen, ja? Geh mir nicht auf den Arsch. Auf dem Arschloch auch nicht. Ganz großes Kino. Oh, Fabio, hallo. Wieder vergessen, dass er da ist, oder? Von dir hätte ich es am allerwenigsten erwartet, von dir! Anstatt, dass ihr auch näher hingeht, die bleiben auch so weit weg, damit sie auch weiter schreien können, ne? Geh mir langsam so auf den Sack hier mit dieser scheiß fucking Doppelmoral! Es ist laut. Ha. Diese Show ist ganz geil. Ich liebe auch Max in seinem kleinen Outfit da. Süß. Ey, bitte mach dir nicht so einen Kopf, bitte. Der Calvin, der kann nicht nur Zungen, sondern auch Umarmungen verteilen. Das ist doch toll. Zum Verlieben, würde ich fast sagen, ne? Also ich finde, Isabelle, die soll hier ihren Spaß endlich mal haben. Ja, let's go. Alles gut. Wir beruhigen uns jetzt alle mal wieder, denn eine neue Matching Night steht an. Stell dir ein Bierchen kalt, pack die Chips bereit, weil heute ist Matching Night. Der alte Rapper, oder? Das ist die letzte Matching Night vor der finalen Matching Night. Und heute dürfen die Männer wählen. Felix, warum muss man Gina mit Vorsicht genießen? Weswegen? Ich kenne Gina und Gina muss man mit Vorsicht genießen. Einfach nochmal, die Antwort ist die wiederholte Frage. Warum muss man mit Vorsicht genießen? Weil man sie mit Vorsicht genießen muss. Also, das ist doch logisch. Tja. War klar. Aber du fandst sie am Anfang ganz gut eigentlich. Ich finde sie immer noch gut, ja. Also es ist ja kein Beef oder so, ne? Was ich sage, von daher. Na, aber die Sophia, die möchte wieder Feuer legen. Ist aber nicht nett. So als wäre ich irgendwie Vor die Schlange oder so. Niemals. Habe ich schon immer gesagt und ich stehe hinter dir immer noch, egal was ist. Die Gina springt aber auch immer sofort drauf an, ne? Ich will heute die Isabelle. Also letzte Woche haben wir ja schon die Theorie aufgestellt. Falls ihr den Spoiler noch nicht gesehen habt, werde ich jetzt auch nicht weiter spoilern. Ich könnte es mir ganz gut vorstellen, dass das stimmt. Isabelle, was haben Martin und Luca für ein Problem mit dir? Ich glaube, die hatten einfach das Problem, dass ich heute mit jemand anderem rumgeknutscht habe und dass es nicht Amadou war. Ja, Amadou ist ja nicht da. Kann man ja auch nicht knutschen. Wir haben sie nicht geblamed, wir haben nur gesagt, dass es Amadou gegenüber schade ist. Aber bist du Amadou? Aber Jungs, jetzt mal ganz ehrlich hier. Wie ist dein Beziehungsstatus? Single. Was wollt ihr? Ich liebe das ein bisschen. Ein bisschen, das ist mir auch too much, aber ein bisschen liebe ich es auch. Und Luca, du bist auch kein Kind von Traurigkeit. Komm mal die Kirche im Dorf lassen. Problem ist aber, ich habe niemanden irgendwo, ne, der auf mich wartet. Ich habe immer mit offenen Karten gespielt. Auch hier wartet gar keiner auf irgendwen. Was ist das denn? Der Amadou wartet an seinem Handy und wartet auf den Anruf. Ich finde, du bist richtig aufgeblüht. Weiter so. Sophia ist stolz. Du hast ja auch gesagt, dass Isabelle viele falsche 50er um sich herum hat, ne? Ja. Wen meinst du damit? Der Calvin ist der einzige Reale. Ja, da waren auch schon in der Vergangenheit natürlich eine Gina mit gemeint. Na klar. Na klar. Oh. Wen willst du heute, Calvin? Ich will heute die Gina. Okay. Was ist? Die saßen ja, glaube ich, auch schon ein paar Mal nebeneinander, ob das richtig ist. Das Problem, was ich mit der Gina habe, ist, dass ich glaube, dass die Gina, wie sie sich hier in dieser Sendung einfach präsentiert hat, einfach nicht die wahre Gina ist. Die Gina hat viele Gesichter. Aber Hase, wir kennen uns privat doch gar nicht. Ja, Hase, aber das glaube ich wirklich. Ich glaube, du kannst eine richtig coole Sau sein. Hm?
Ich glaube, Calvins Menschenkenntnis ist da vielleicht nicht ganz falsch. Irgendwas muss hier immer im Kopf bleiben, dass es immer wieder aufploppt, dieses Gina-Thema. Ja, ich bin einfach wahrscheinlich genervt. Wer wählt als nächstes? Max. Ja. Endlich nicht mehr ungeküsst, oder? Wird ja auch Zeit, ich pimmel hier seit einer Woche rum. Das ist echt schön, dass der auch mal was hier abbekommen hat. Du musst erst mal eine Frau finden, die das alles macht. Ja, ich wollte halt mal so ein Zungenpiercing ausprobieren. Zumindest war das der Vorwand. Ah, das Zungenpiercing. Nur darum ging's. Wen willst du denn heute? Die Franzi. Ja. Die Franzi hat ja schon von Anfang an ziemlich deutlich gesagt, Weißt du eigentlich den Grund, warum Calvin kein Interesse mehr an dir hat? Nein, tatsächlich nicht. Das konnte er mir nicht so wirklich sagen. Ne? Calvin, willst du es jetzt sagen? Weil der Funke irgendwie nicht übergesprungen ist. So. Der Funke. Wie ist denn dein Interesse an Calvin? Mittlerweile ist es halt auch so ein bisschen halt verschwunden. Ne? Dann war es vielleicht doch nicht die große Liebe. Ja. Ja, sie hat den gleichen Ruhepol, wie es bei mir auch vorhanden ist. Und ich brauche nicht dieses... Oh ja! Ich brauche nicht dieses extrem Laute. Ja. Es gibt bei denen nur Ruhepol, oder? Was war denn da gestern Nacht unter der Decke? Mit Ricarda? Heiß war es, heiß. War hot. Den Bauch gestreichelt, klar. Ja. Gab's ein Happy End? Nein. Bauch gestreichelt, sag ich doch. Was würde die Oma zum Handjob sagen, war gestern? Ich hoffe, die versteht das nicht so ganz. Stimmt, die Wahrscheinlichkeit, ja, könnte gut sein. Handjob ist wahrscheinlich, weiß nicht, ob Omas das kennen. Hallo? Hey, wenn du eine Oma bist, schreib mir doch mal. Ich will heute Ricarda. Das ist doch was, oder? Fast die Hand abgefallen, oder? Ja, und zwar danach, warum denn nicht? Endlich hat sie mal sich jetzt hier gefunden und steht zu dem. Ich sollte aufhören, irgendeine Bewegung dazu zu machen. Also ich habe gegen Isabel gar nichts. Also von Anfang an denke ich, dass das ein potenzielles Perfect-Match sein konnte. Aber irgendwas hat der Martin dann doch an ihr gefressen. Jeder kann ihr machen, was er will. Eifersüchtig? Nein, ich bin nicht eifersüchtig. Martin hat aber auch jetzt kaum Sendezeit. Ne? Am Anfang noch irgendwie so mit Anna und Ricarda und jetzt ist er einfach verschwunden. Jetzt ist er auch dabei. Aber ihr Jungs entscheidet doch nicht hier drin, wer mit wem was macht. Sie kann ja machen, was sie will und deswegen verurteile ich sie auch gar nicht. Ich war einfach nur ein bisschen enttäuscht und mehr war das gar nicht. Aber vor was hast du denn enttäuscht zu sein? Weiß ich nicht. Ich will die Carina. Carina! Wen willst du heute für Ich nehme die Zoe. Wen willst du heute? Die Selina. Selina. Was ist die Überraschung? Nichts Besseres vorstellen. Wer fehlt denn noch? Ich wähle heute, um das alles mal ein bisschen zu ändern. Die Ricarda. Okay. Ich habe das Gefühl, der Luca ist ja der größte Strategy-Typ hier. Und er hat extra die Ricarda gewählt, weil er wusste, dass die Ricarda ihn nicht nehmen wird. Das Zepter in der Hand zu haben bei zwei Männern und entscheiden zu dürfen, ist natürlich mega cool. Oder es mit denen vielleicht vorher schon ausgemacht hat, weiß ich nicht. Ich würde heute tatsächlich trotzdem Maurice nehmen. Herr Luca, nur so, ja, richtig. Drei Lichter sind euch bereits sicher. Geht noch ein weiteres Licht an. Heute ist es wichtig, vorletzte Matching Night. Es müssen ein paar Lichter angehen. Ja. Noch ein Licht. Noch ein Licht. Wir sind schon bei 5. Boah, wenn 4 angeht, ist 150%. Wir haben 40%. Komm, jetzt geht noch ein Vierter. 30% schon drin. Geht noch einer. Ja. 6 Lichter. Record. Geil. Record sagt man auch überhaupt nicht. Highscore. Für mich ist das so peinlich, Mann. Wenn du das ist Englisch zu sagen. Ey, Record. Das ist der Rekord. Record. Ja, schade, aber egal. Okay. Das ist krass, echt Scheiße. Okay. Das ist mega. My pig is whistling. Amazingly. Great. Morgen ist die letzte Challenge. Die letzte Chance für die Matchbox. Aber 7 Lichter, das ist doch schon mal gut. Das heißt, 3 Paare sitzen noch falsch. Das kriegen die doch hin. Na warte, ich rekonstruiere gerade die erste. Weil wir fanden viele wieder, die zusammensaßen von der ersten. Seht ihr? Luca denkt mit. Ich bin natürlich immer fleißig am Rekonstruieren in meinem Kopf und konnte so feststellen, dass maximal ein Pärchen aus Max und Franzi, Ricarda und Mo und Gina und Calvin irgendwo ein Perfect Match sein kann. Eine ganz interessante Sache. Wenn er da mal nicht auf der richtigen Spur ist. 2 Lichter von diesen 3 Lichtern wissen wir schon. Das waren einmal Cecilia und Amadou. Und einmal Anna und Micha. Der hat ohne mitzurechnen mitgerechnet. So, lass mal schaffen. Um herauszufinden, welches Pärchen von diesen dreien das Perfect Match ist, muss halt eines dieser 3 Pärchen irgendwo in die Matchbox kommen. True that. Lass ihn doch
weil er sich so krass unsicher ist, mit Franzi, dass ihn mit Franzi spielt. Ja, auf jeden Fall. Jetzt wird hier die Strategie gemacht und es muss jetzt auch passieren, weil sonst schaffen wir es am Ende nicht. Da müssen wir nur ein bisschen taktisch vorgehen. Wie ihr seht, ich mache mir viele Gedanken. Klar, nachdenklicher Tipp. Ich denke, das ist klar. Jeder, der heute saß, spielt morgen so und ich bleib über. Wenn sich da mal auch alle dran halten, ne? Guck mal, Isabel, das ist so doof gelaufen mit dir, ne? Ich schätze dich als Menschen unmenschlich, so ohne Scheiß. Es wird hier geredet und das lieben wir. Und ich liebe das. Ich liebe das, so eine Entwicklung zu sehen. Ich war halt unnormal sauer, ne? Über das halt von dir kam. Und da war ich halt so in dem Moment so krass enttäuscht einfach nur. Man hat gemerkt, wie sauer sie war. Du! Gerade du! Was hab ich denn auf deine eigene Scheibe gemacht, was ich will? Redet fleißig da mein Geld. Aber der Alkohol hat auch ein bisschen das befeuert, glaube ich, ne? Für mich ist nur wichtig, dass wir reden können darüber und trotzdem wissen, uns zu schätzen, weil ich mag dich so als Person unmenschlich. Auch. Wirklich. Oh, süß. Denkt man das gar nicht, oder? Dass ich so ein Süßi bin? Ja, also er hat mich, glaube ich, wirklich sehr gern. Ich ihn auch. Und die Entschuldigung kam wirklich von Herzen. Das habe ich gemerkt. Ich auch. Ich glaube ihm das auch. Hast du das Scheißding schon mal an? Nein, ne? Wie das Scheißding. Jetzt, ich muss immer, wenn ich Ricarda sehe, dran denken, dass sie einfach Breakdance-Girl ist. Ich finde es immer noch so absurd. Ich, finde, also ich mag halt, der hat eine anziehende Art, der Maurice. Und das Ding, das steht dir gut, ja? Der ist also eine sehr charmante Art. Das Ding, das Moppet hier. War schon duschen? Nee. Mhm. Wieso? Ich würde noch mal gucken, ob du das auch richtig machst mit dem Duschen. Ich mag seine Zähne, er hat extrem schöne... Gerade Zähne, kann sehr gut küssen. Ich auch? Und schmeckt es immer so lecker. Natürlich, schmeckt. Danke für das Kompliment. Ich kriege einen kleinen Schauer über den Rücken. So, jetzt kannst du auch was sagen, wo es nett ist. Nee, der hört sich gerne die Komplimente an. Keep him coming. Körper tipptopp. Aber, ja, ne? Ist auch ein Charmeur. 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 Körper tipptopp. Geile Titten, geiler Arsch. Willst du mal gehen? Ja, guck mal. Machen. Zwischen Felix und Gina, da gibt's auch Redebedarf. Egal was ist, ich stand hier immer hinter dir und stehe auch hinter dir. Ach, das machen wir jetzt gerade so. Also das, was jetzt Sophia da versucht hat, irgendwie vom Zaun zu brechen, das ist doch überhaupt nichts. Da war, glaube ich, einfach in dem Zusammenhang, dass der Kim immer meinte, ja, du weißt, die will ich um Finger wickeln und so und hier und da und da. Es ist doch, lass doch gut sein. Es war doch gar nichts. Das ganze Problem war einfach, dass der Kelvin den Felix ein bisschen negativ beeinflussen möchte, was mich angeht. Ja gut, dass Kelvin und Dina nicht mehr Best Friends werden, ich glaube, das haben wir verstanden, ne? Aber Kelvin kann mir auch gar nichts vorhalten. Und ich verstehe es einfach nicht, wieso er die Tage die ganze Zeit gegen mich schießt. Weil ich tue ihm nichts. Weiß ich auch nicht. Bin ich nicht drin in der Thematik. Habe ich zu wenig gesehen, um das einschätzen zu können, bin ich ganz ehrlich. Ich verstehe einfach nur nicht, wieso Kelvin immer seinen Senf dazu geben muss. Was für ein Problem hat dieser Kerl mit mir? Er ist halt wie ich ein Reaction-YouTuber. Wir müssen immer unseren Senf dazugeben. Also, du bist ja wieder kriminell unterwegs. Er hat mehr Stimmungsschwankungen als wir Frauen, wenn wir unsere Periode haben. Also, die Stimmungsschwankungen kommen doch vor der Periode, Leute. Aber eigentlich auch währenddessen und danach und immer. Ich nehme es dem Felix nicht übel, dass er jetzt irgendwie was gesagt hat. Er hat es wahrscheinlich auch nicht böse gemeint und deswegen schwamm drüber. Wir haben ja drüber geredet. Na dann, ist doch alles tippitoppi. Wir haben heute alle Bock auf die Challenge. Vor allem ich, muss das Ding eigentlich mal gewinnen. Ich brauche Erkenntnis, ich muss auch in die Box kommen heute. Ach, Max. Du kannst echt nicht ins Fernsehen. Hey! Luca, der ist unser Rechner. Der hat das schon alles voll in seinem Kopf, der blickt da durch. Einer muss. Wenn wir jetzt heute Abend Max und Franzi in die Matchbox wählen und sehen, sie sind ein Perfect Match, dann wissen wir automatisch, die anderen beiden Pärchen sind automatisch No Match. Hat er sich das alles im Kopf zusammengedings, ohne irgendwo alles aufzuschreiben? Kann ich fast nicht glauben. Mädels, ihr müsst einschätzen, was euer Mann kann und wie viel. Sophia bleibt auf jeden Fall den Shoulderpads treu. Dann überprüfe ich, ob ihr ihn richtig eingeschätzt habt. Wenn ja, dann Date, wenn nein, dann Drop. Ist ein cooler Look, aber gleichzeitig sieht sie die ganze Zeit so aus, als wäre sie sehr angespannt. Wie viele Milliliter Orangensaft kann dein Mann in einer Minute mit den bloßen Händen auspressen? Einfach irgendwie eine niedrige Zahl nehmen, oder? Dass er es auf jeden Fall schafft. Oder? Franzi, 200 Milliliter. Das war am meisten. Das bedeutet, du und dein Partner Max, ihr tretet an. Easy. Easy peasy, orange squeezy. Was sind schon 250 Milliliter? 200 nur. Ja, oder 200, noch weniger. Ja, geil. So, hast du schon. Lecker. Wie viele Toastbrote kann dein Mann
innerhalb von einer Minute essen. Eins, so trocken. Zoe, denkt, dass ihr Mann 13 Toastbrote ich in einer Minute... Ich bin zuversichtlich. Das sind einfach 12 zu viele, ganz ehrlich. Also, wer schafft denn 13 Toast in einer Minute? Ist so. Das geht niemals, Alter, ey. Das schafft er natürlich auch nicht. Wie viele Luftballons kann dein Mann in einer Minute aufblasen und mit dem Mund zum Platzen bringen? Da habe ich schon mal die Frage überhaupt nicht verstanden. War das ein bisschen zu viel? You're fucked. Mit dem Mund dachte ich dann, dass die es dann irgendwie so zerkauen müssen. Aber einfach so lang pusten, bis es platzt. 3, 2, 1 und stopp. Das waren nicht ganz 50, Leute. Damit geht ihr auf gar keinen Fall auf mein Date, aber ihr dürft euch gerne setzen. Was habe ich mir aber auch dabei gedacht? Das ist safe gespielt von der Selina. 100%. Dass sie so war, so, oh, wir können nicht aufs Date gehen. Oh, aber die wollen ja auch nicht, weil die haben ja schon gesagt, wer aufs Date muss. Und das sind ja auf jeden Fall Franzi und Max und die sind ja schon mal auf dem Date. Deswegen alles ist gut gelaufen. Wie viele Nägel kann dein Mann in einer Minute in einen Holzblock schlagen? Alle. Ricarda, Maurice, 20. What? 20. Hm. Grenzwertig. 3, 2, 1, 0. Maurice ist auch sauer einfach. Nicht auf sich, weil er es nicht geschafft hat, sondern auf Ricarda. Alles gut, nur mach dich jetzt nicht fertig. Ich könnte meine Hose zerreißen. Das hast du gut gemacht, komm. Ist da schon wieder so viel Druck drin, oder was? Wie viele Badekappen kann dein Match in einer Minute übereinander anziehen? Guck mal, sie macht so und die Schultern sind einfach hier. 3, 2, 1 und stopp. Sehr gut. Ist auf jeden Fall ein Look, den der Martin sehr gut tragen kann. Ich finde auch, dass diese rosa Mütze auch super zu Sophias Outfit passen würde. Denkt dran, heute ist die letzte Matchbox-Entscheidung. Das heißt, es zählt. Jeder weiß, glaube ich, wer heute in der Box landen muss. Dann ist so. Ja. Und das sind wir. Was für 20 Nägel, Mann. Woher soll ich das denn wissen? Ja, was für 20 Nägel, ja. Dann kann ich ja nicht wissen. Dass du so scheiße bist im Nageln. Ich bin der richtige Sau. Mich haben ja auch so total sabotiert, Alter. Ich sag nichts mehr dazu. Verstehst du, ich meine? Der ist doch gleich, wie ich jetzt gewonnen auch. Maurice, der ist auch, wenn der schlechte Laune hat, ne? Dann lass mich jetzt. Das kann kein Mensch, Alter. Kannst du nicht erzählen, dass ein Mensch 30 Toast fressen kann, Alter. Pharrell und Maurice sind auf jeden Fall die Verlierer dieser Challenge, weil die so sauer sind. Ich wüsste von euch, bin ja auch Enttäuscher. Was ist das für ein scheiß letztes Spiel? Ich fand's witzig. Warum machst du 13 Toast, Alter? Welcher Mensch kann 13 Toast fressen, Alter? Lass es doch, Pharrell. Du warst auf genug Dates. Wir wollen es nicht mehr sehen. Macht auch keinen Spaß irgendwie. Kein Mensch der Welt 13 Toast essen kann. 13 Toast, wer soll 13 Toast fressen machen? Mein Gott, es reicht jetzt. Geh jetzt in dein Zimmer und beruhig dich. Hey, wenn ich jetzt noch einmal was von den Toasts höre, mein Freund. Ja. Danke, Zoe. Danke, that's the mood. Im Endeffekt ist es uns allen sehr wichtig, dass wir das Spiel hier gewinnen. Und da kann ich auch gerne mal bei einer Challenge den Kürzeren ziehen. Dankeschön. Es geht doch auch gerade nicht um euch. Es war nicht wichtig, dass ihr in die Matchbox kommt. Hauptsache Franzi und Max sind dabei. Ihr habt alles richtig gemacht. Pharrell, ich weiß gar nicht, warum du dich aufregst. Nein, aber scheiße. Weil du solltest eh nicht aufs Date. Eben. Wir Brains, wir wissen das. Alle anderen sind jetzt erstmal wichtiger als er und das checkt er aber nicht. Das ist die Pharrell-Show. Ich dachte, ich habe hier nur Spaß. Dachte ich auch. Und bin nur am Lachen. Ja. Ricarda, was war das denn mit 20 Nägeln? Ja, aber ey, ohne Scheiß, habe ich ja, gesagt. Ja, genau. Ich schwör's dir. Ja, also ganz ehrlich, Maurice, ich könnte das auf jeden Fall. Hört sich mal nicht so anstellen. Ja, was habe ich mir dabei gedacht? Also, keine Ahnung. Mein Vater hatte das bestimmt hinbekommen. Eben. Und der ist mein größtes Vorbild. Ja, so ein bisschen Daddy-Issues habe ich ja. Also passt das ja. Tut mir natürlich für Maurice voll leid, aber was willst du machen? Es ist doch nicht so schlimm. Also diese Challenge, die scheint wirklich die Wunden aufgerissen zu haben, ne? Ja, meinst du, war bei mir extra, Bruder? Ich glaube, die hat sich fett verschätzt, Digga. Die hat einfach dich überschätzt. Tut weh, ne? Hm. Nein. Also so falsch einschätzen geht gar nicht. Wird er drüber hinwegkommen? Ich wäre auch gerne mal Ziegen melken gegangen. Er wäre mir scheißegal gewesen. Ach, der wollte auch einfach raus, ne, aufs Date. Einfach mal raus hier, diese Fressen nicht mal sehen. Ich freue mich für beide Teampaare, dass die gewonnen haben. Die werden heute, glaube ich, einen sehr, sehr schönen Moment erleben. Den werden die nie vergessen. Weiß der wohl schon, auf welches Date es geht? Geil. Absolut Hammer. Wahnsinn. Das ist mein Lieblingssong, ey. Endgeil. Süß!
anderen gesehen. Die haben auch, glaube ich, so ein bisschen gewunken zu uns. Die haben natürlich fleißig zurückgewunken. Genau, und die, die nicht gewunken haben, die waren einfach neidisch, glaube ich, auf uns heute. Hallo, wir fliegen im Helikopter. Gönjamin, Gönner. Ich gönn den doch auch, Bruder. Ja, aber trotzdem schade, das. Bruder, ja. Was soll ich dir erzählen, Alter? Ja. Der Moment, in dem Fabio Gönjamin gesagt hat, ist der Moment, wo ich es nie wieder sagen möchte und auch nicht sagen werde. Dieses Wort ist für mich ab jetzt out. Ich gönne ihn das echt vom Herzen, Alter. Aber ich weiß genau, wie gern ich das gemacht habe. Ich habe dir 30 Jahre davon erzählt. Mo. Komm doch jetzt mal drüber hinweg. Du hast halt nicht gut genug genagelt. Ja, super. Weiter. Nee, Alter. Ist nicht fair. Ich höre, ist nicht fair. Der kann nicht mehr, ne? Das Schlimmste für ihn, was hätte passieren können. Für mich war das die Hölle. Ma, ich schwör's dir, die soll mich auch heute, glaube ich, erstmal in Ruhe lassen, ja. Ja, einfach nur enttäuscht. Bitte, wenn hier irgendein Unternehmen zuguckt, was Helikopterflüge organisiert, schenkt dem Maurice ein. Ich glaube, ihr würdet ihm damit einen großen Traum erfüllen. Oder Ricarda, falls ihr ein Happy Pärchen seid, zum Einjährigen oder so. Oder lieber zum Sechsmonatigen, wer weiß, wie lange es noch geht. Schenkt ihm sowas. Hm? Das ist eine ganz einfache Entscheidung, ne? Ich bin der Meinung, ganz klar, wir müssen Franzi und Maxi in die Matchbox wählen. Und da stimmen hier auch ganz viele zu. Denn der Max ist auch sehr festgefahren und sagt, es kann nur Franzi sein. Mal schauen, ob es wirklich so ist. Wen willst du, Mimi? Auf jeden Fall noch die beiden. Wer da wohl in die Matchbox kommt? Ja, spannend. Was sollte deine Frau so haben, also Charakterzüge, Eigenschaften? Das Wichtigste, das Allerwichtigste, dass sie immer für mich da ist. So. Oh, ist irgendwie süß. Ich versuche irgendwie trotzdem das gute Match zu sehen und gibt noch eine Chance und noch eine, dann denke ich mir eigentlich, bist du dumm? So. Aber das sind wir beide ähnlich. Das ist doch eigentlich gut, wenn die beide sich immer nur das Beste im anderen sehen. Klar, man sollte nicht zu naiv durchs Leben gehen. Wir teilen sehr, sehr ähnliche Werte und auch optisch ist da eine Anziehung vorhanden. Ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht. Der Max, der sagt von Anfang an, ne, die ist es. Und sie sagt von Anfang an, du bist es nicht. Aber er bleibt dran. Bist du eigentlich so in der Beziehung, dass du auch mal, sag ich mal, auf den Tisch schauen kannst und sagen kannst, ey, nein, so nicht? Musst du die Frage wirklich stellen? Ich weiß, dass du das nicht vermutest. Ja. Aber kann ich definitiv sein? Okay. Mhm. Ja, okay. Wie bist du generell in der Beziehung, wenn es Streit gibt? Am liebsten direkt reden. Ja, wenn es geht. Ja, es ist doch das Beste. Ja, das ist die beste Antwort, die hätte geben können. Dann blickst du einfach nicht durch. Ich brauche halt auch manchmal einen Mann, der mich mitreißt und sagt, hey, und so und so und so sieht's aus. Ja, sag doch, direkt reden. Was ist das Problem? Puh. Alles an Max ist für sie das Problem, ne? Aber glaubst du, sie können perfekt Match sein? Ich weiß nicht, von Franziskas Seite glaube ich nicht, aber von Max Seite schon sehr sicher. Red doch mal über euch jetzt. Ich brauche so ein bisschen so das Gefühl, so ein Beschützer, ne? Mhm. Und da sehe ich dich momentan nicht wirklich. Wieso? Ich fühle mich einfach wahnsinnig unsicher neben dir. Davor habe ich voll Angst. Bin ich zu lieb für dich? Irgendwie schon, ja. Ah. Ja, bist du. Jetzt haut er hier einfach eine rein und sagt, schau mal los! Viel zu schüchtern, viel zurückhaltend. Ich glaube, ich könnte ihn einfach echt extrem auf der Nase rumtanzen. Ich glaube einfach, dass es überhaupt nicht gefunkt hat zwischen euch. So ein bisschen Bad Boy wäre halt schon so, nee, ne? Ich würde mich nicht so als Bad Boy bezeichnen. Ja. Das überrascht mich. Klar, ich bin nicht der Laute, der da immer irgendwie einen auf Kasper machen muss, aber das schätzt sie ja auch. Ja, vieles, was ich gut findet, auf jeden Fall. Sie brauchen nicht diesen komplett wilden Typ an ihrer Seite. Und der will ich auch nicht. Eher ein kleines Kuschelkätzchen. Ich denke mal, wir sind uns da beide einig, dass wir das perfekt matchen. War der gerade mit uns auf dem Date oder war der nicht dabei? Waren nur Franzi und wir da? Hä? War auf jeden Fall ein sehr schönes Date, hat mir sehr gefallen. Das würde ich auch sagen, dem ist nichts hinzuzufügen. Und damit meint sie, der Helikopterflug war toll. Aber ob du dabei gewesen wärst oder nicht, hat echt keinen Unterschied gemacht. Ist sie überzeugt von dir? Ich habe irgendwie ein ganz gutes Bauchgefühl. Ich weiß nicht, warum. Wenn du das sagst. Ich weiß auch echt nicht, warum. Wir werden es heute erfahren, oder nicht? Nein, wir werden es heute erfahren, ja.
Also dein Bauchgefühl, ich weiß nicht, vielleicht ist es irgendwie eine Blähung, die sich da bemerkbar macht, aber es kann doch nicht ernsthaft so sein, dass du ein gutes Bauchgefühl hast. Das Gefühl zu haben, dass wir am Ende dieses Abenteuers sind, dass wir heute unsere letzte Matchbox-Entscheidung haben, das ist sowas von ein krasses Gefühl, das kann ich auch kaum beschreiben. Es ist Wahnsinn, Fabio, ich kann es auch nicht glauben. Ich bin voll nervös. Musst du nicht sein. Es ist doch nicht spannend, wer da gewählt wird. Wir sind uns alle einig. Hallihallo. Naben. Naben. Hola. Hi. Aber wisst ihr, wer auch angespannt ist? Sophia. Wie sind denn so eure Gedanken? Perfect Match, ja, nein? Bitte, Franzi, sag jetzt nicht ja. Max, also Franzi. Ich bin schon noch der Meinung, auf jeden Fall. Wir saßen nicht umsonst so oft beieinander bei der Matching Night und ich hoffe mal, dass wir heute die Chance haben, das zu erfahren. Nur weil ihr immer bei der Matching Night zusammen seid, heißt nicht, dass ihr ein Perfect Match seid. Ich will da jetzt nicht so eine Wissenschaft draus machen. Also ich bin skeptisch irgendwie so ein bisschen, ja. Sorry. Ich liebe diese Aussagen. Ja. Wenigstens lügt sie nicht. Carina, wie war's bei euch? Ja, war gut, hat Spaß gemacht. Könnte auf jeden Fall sein. Also ich kann es nicht ausschließen. Ich würde auch sagen, es könnte sein. Ja, ich würde sagen, so 50-50. Wird ein echt cooles Date. Und jetzt schauen wir, was jetzt hier los ist. Wer wird wohl die Matchbox gewählt? Das Haus hat gewählt, zum allerletzten Mal. Spannung. Wer geht in die allerletzte Matchbox? Es sind... Alle haben den richtigen Knopf gedrückt. Du hast es ganz toll gemacht. Ich habe jetzt 3 Wochen lang eine Meinung gehabt. Die werde ich auch noch ein bisschen in die Matchbox reintragen. Und ich hoffe, dass ich am Ende nicht allein mit der Meinung war. Und dass wir natürlich ein Perfect Match sind. Also. Das ist meine Meinung und die ist richtig. Heute führe ich euch nicht in Versuchung. Das heißt, es gibt kein Angebot? Ist nicht. Ich weiß nicht, ich kann das gar nicht einschätzen irgendwie. Perfect Match heute. Wird es so sein, dass sie wirklich ein Perfect Match sind? Franzi und Max, wo es null vibet. Fabio, mein Gott. Wenn sie es nicht sind, was ich leider befürchte, dann haben wir ein großes Problem. Und ob die beiden ein Perfect Match sind, das sehen wir nicht mehr heute, sondern nächste Woche am Sonntag um 18 Uhr. Ich bin ganz gespannt, werden sie es schaffen oder nicht. Wir sehen uns dann. Ich freue mich. Tschüss.